Schönes Osterwochenende zusammen. Ich begrüße euch zur 82. Ausgabe von meiner Rubrik Was war los auf meiner Farm, Infamrama und Sonstiges. Teil 1. Wie gewohnt, was war los auf meiner Farm. Ich bin schon auf Bahamarama. Das hat den Grund, ich steige demnächst wieder ein Level auf. So viel fehlt gar nicht mehr. 38.659. Was ich mir übrigens auch wünschen würde. Es gibt viele Sachen, viele Zukunftswünsche, muss ich sagen. Viele Kleinigkeiten, auch die Top 3 dazu habe ich ein Video gemacht, könnt ihr euch auch reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber auch so eine Kleinigkeit ist mir auch aufgefallen, die ist immer so in letzter Zeit. Wie gesagt, wirklich viele kleine, paar große, paar kleine. Ein kleines ist zum Beispiel hier, besonders hier, wäre es schön, wenn ja, du hast so und so viele, ja, da muss man wirklich mal zählen, wie viel Zahlen stehen denn da. Und sehen, aha, sind sechs Zahlen, sind Millionen und so weiter und so fort. Würde ich mir einfach ein Pünktchen wünschen, dass es deutlich zu erkennen ist, wie hier 471. Punkt, dass man weiß, 79.896. Das würde ich mir hier auch wünschen, weil hier, wenn ich sehe, dir fehlen noch 8.775.579 EP zum nächsten Level. Ja, toll, dann muss ich erst mal gucken und dann irgendwann komme ich drauf, okay, das sind 8.775.570. Ja, genau. Also das ist auch so ein kleines, so nebenbei. Sonst, was ist los? Ja, ihr seht möglicherweise schon diese 5 Bäume, die habe ich nicht hier zu stehen, weil ich so ein Riesenfan von XL-Bäumen bin. Das ist nicht der Fall. Das sind nämlich die 5 Bäume, die ich rausbekommen habe beim Oster-Event von dieser Stufe. Da gibt es ja 5 Setzlinge unter anderem. Wie weit bin ich? Bin aktuell beim Oster-Event noch nicht so weit, muss ich leider sagen. Habe hier auch schon die Pflanzen abgeben können. Hier fehlen noch ein paar Drops. Ja, die kann ich sogar so machen. Aha. Siehste, könnte ich sogar schon machen. Okay, jetzt habe ich 2 Stufen komplett abgeschlossen hier. Also immerhin. 3 fehlen noch. Und dann, ja, ich habe mir komischerweise, habe ich mir die ersten 2, wo ich mich konzentriert habe, die beiden Aufgaben hier Setzlinge und dann hier, wo es den Sticker gibt und Erntehelfer. Boah, hier, wo es die beiden Items geht, da habe ich noch nicht gemacht. In der Hoffnung, ich werde hoffentlich noch alles schaffen, aber da wird auch einiges gefordert, muss man nur sagen. 9000 bei einer 8 Stunden Eventpflanze und hier auch nochmal einiges. Plus dann die Aufgabe. Ohne ist es nicht das Event, ja. Jedenfalls aus den Setzlingen ist nichts Großartiges rausbekommen, aber da bin ich nicht unbedingt, sage ich auch, verdammt, das ist ja gemein, weil die sind ja quasi einfach geschenkt, von daher, das ist auch verschmerzbar. Mandelbaum XL, Walnussbaum XL und eine Tanne XL, das sind die Bäume, die zum Vergessen sind, aber immerhin ein Trompetenbaum XXL, da klage ich nicht drüber und auch ein Zuckerbaum finde ich persönlich auch klasse, von daher, ja, sind Geschenke quasi, habe ja keine GTG dafür ausgeben müssen, von daher, super, sage ich vielen Dank dafür, finde ich auch großartig, dass wieder beim Event geheimnisvolle Setzlinge zu bekommen sind, das finde ich auch immer großartig, muss ich sagen. Sonst, ja, weniger TG, ich habe mir Erntehelfer mal geleistet, das sind ja einige, Erntehelfer-Tag ist ja auch dieses Wochenende, wie viele andere Sachen dieses Wochenende, da kommen wir aber gleich in den News näher dazu und sonst eben alles hier Kleinfeldern, größtenteils hier mit Luzerne eben, FM-Pflanze fürs Oster-Event aktuell. Ja gut, und eins ist mir auch noch aufgefallen, das gehört vielleicht eher zu News dazu, das ist aber so mir nebenbei aufgefallen, und zwar, dass hier immer noch auf Marktplatz war noch das alte Design vom Schäfchen, das er gerufen hat, mittlerweile ist ja auch Schäfchen im neuen Design, auch hier, aber mir ist aufgefallen, hier, Marmeladier, da sieht man noch das alte Schäfchen im alten Design herumspringen, ist ja herrlich, und auch hier beim Bäcker ist es beim Bäcker auch hier, oder hier draußen auch hier beim Bäcker, großartig, also da ist es noch nicht, das ist aber nur so eine Kleinigkeit hier, aber beim Floristen sieht man das neue Schäfchen im Design her, naja gut, ist jetzt nicht unbedingt die Riesen-Update, aber das auch einfach nur dazu gesagt, und was mir auch noch aufgefallen ist, ja, so viel ist mir aufgefallen diese Woche, unglaublich, und zwar gibt es hier irgendwie, müsste so sein, oder täusche ich mich da, eine kleine neue Schrift, wie es hier hinterlegt ist, hat auch mal anders ausgesehen, ganz leicht, finde ich aber auch schick. So, das war's jetzt, was bei mir los war, und damit kommen wir zu den News von Farmerama in dieser Woche. Natürlich, diese Woche ist was los gewesen. Ostern am 16. April ist das Osterevent gestartet, läuft bis zum 24. Wir müssen wieder Luzerne, heißt diesmal die Wempflanze anpflanzen, plus ein Drop-Item. Zwei Drop-Items sogar. Sorry. Sind ja zwei, dieses Mal Eierfarbe und das Eichen. Und das neben hier abgeben, weil ich bin, habe ich ja schon gezeigt. Osterevent, mal schauen, ob ich es komplett schaffe, kommt dann natürlich auch noch ein Event im Check-Video. Und wenn euch interessiert, wenn ihr die Oster-Events von den Jahr 2010, 11, 12 und 13 ausgeschaut haben, da habe ich mal vor einem Jahr eben ein Event-Vergleichsvideo gemacht. Das verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung, wie alles andere
Natürlich auch. Des Weiteren war unter der Woche wieder Mühlenabo, konnte man wieder kaufen, wenn man den Bock drauf hat, dann produziert die Mühle doppelt so schnell. Ich habe es nicht gekauft, brauche ich nicht unbedingt, weil Superfood habe ich ja schon einiges angehäuft. Ja, natürlich für den nächsten Babybunde, wo dann auch die Kamelzucht hoffentlich dabei sein wird, aber da bin ich überzeugt davon. Weitere News: Es gab ja eine Umfrage, eine Abstimmung zum Thema Bahamrama, welches Konzept den Usern uns denn am besten gefällt, und gewonnen hat das Korallenriff, also das hier. Ja, verwundert mich nicht, sieht wirklich großartig aus, bin gespannt, wie es dann genauso umgesetzt wird, aber man arbeitet bereits daran, so viel ist eben schon raus. Wie genau, da kommen wir den Gerüchten dann näher dazu auch noch zu sprechen. Erwecke das Korallenriff. Klingt interessant. Wann es kommt? Da ist noch ein bisschen Fragezeichen. Dann gab es unter der Woche auch ein paar Probleme, einerseits bei den Eventkörben, da die wurden zwar gebucht, aber es wurde nicht angezeigt, dass es gebucht wurde, aber die Sachen wurden gebucht. Gut, wichtigste Hauptsache, es wurde gebucht, blöd wäre es gewesen, wenn angezeigt wurde, ja, ist gebucht worden, aber dabei wäre gar nichts gebucht worden. Von daher nur der Layer, dass gebucht worden ist, ja oder nein, wurde nicht angezeigt, wurde auch mittlerweile schon behoben. Sonst gab es auch kurzzeitig Login-Probleme, wurden auch schnell behoben. Also nicht so tragisches, sage ich mal, diese Woche. Da kann man auch drüber hinwegsehen, alles reibungslos. Ja, vor Ostern kann man nicht erwarten, dass alles reibungslos läuft, oder? Gut, damit ja, sind unglaublich viele Wochen in der Aktion, das dieses Mal. Wahnsinn hier, drei an der Zahl. Und weil eben ein Eventchen läuft, kann man nur sagen, logischerweise drei Sparaktionen. Zum einen Erntehelfertag bedeutet für die einzelnen Funktionen des Erntehelfers zum halben Preis zu kaufen. Hier weiteren auch noch wieder, ja, die Turbo-Dünger-Sparaktion, hurra, ich schlag nicht zu und ich schlag auch nicht zu bei der Super-Dünger-Sparaktion, die findet dieses Mal auch wieder statt, da schlag ich nicht zu. Kurzer Blick, wie viel habe ich denn? Interessiert mich auch mal. Glaube ich, habe ich das letzte Mal schon mal gezeigt, aber ich weiß es selber nicht mehr. Ja, Super-Dünger habe ich gar nicht mehr so viel, weil das habe ich in letzter Zeit auch bei den Events immer mal wieder gebraucht, muss ich sagen, um das Eventchen dann zu schaffen. Glücklicherweise gibt es ja die Super-Mama-Bäume und die Turbo-Mama-Bäume, wo man die da bekommen kann. Also, ja, da häuft sich dann schon einiges an. Hier Turbo-Dünger 1300 und Super-Dünger habe ich etwas weniger, nur 219. Ja, ich habe mehr Superfutter als Super-Dünger. Puh. Es ist ja sehr schön. Lieber mehr Superfutter als Superdinger habe ich, muss ich sagen. Gut, dann noch irgendwelche News gibt es eigentlich nicht. Außer, naja, Bank, neues Design sollte ja kommen. War ja ein paar Problemchen, kam bis dato eben immer noch nicht. Ich würde mir wünschen, dass das endlich mal hier um die Ecke kommt. Allerdings muss ich ja sagen, es ist gut, es sieht schick dann aus, wie es dann kommt. Aber die, wenn man kann ja einzelne DG dann kaufen, aber nur mit unter anderem. Nicht mit Paysafe Card und dann zurück, das finde ich ein bisschen schade, aber schauen wir mal, wenn das dann eben kommt. Neues Design der Bank, ja, endlich kam es mal. Das war ja lange Zeit schon das Bildchen raus, wenn es kommt. In Französisch, von den Franzosen, die hatten es schon etwas länger. Jetzt kommt es auch im deutschsprachigen Raum irgendwann mal, wenn die paar Problemchen behoben werden. Gut, dann damit kommen wir nun zum Win und zum Fail der Woche. Fail der Woche, muss ich sagen, eigentlich so einen großen Fail gab es für mich persönlich nicht. Wäre schön, wenn die endlich mal das neue Bankdesign käme, finde ich recht nice. Aber sonst Fail, ja, gab ein paar Probleme technischer Seite, aber sonst nichts unbedingt so Dramatisches. Von daher, ja, sei verschmerzbar, würde ich sagen, jetzt hier Login-Probleme, bisschen Fail der Woche, weil die sind doch sehr oft, muss man sagen. Und sonst, ja, was ist der Win der Woche für mich? Win der Woche wäre eigentlich, muss ich sagen, hätte ich bessere Bäumchen rausbekommen, würde ich wirklich sagen, absoluter Win der Woche, dass es beim Osterevent dazu noch geheimnisvolle Setzlinge gibt, ich tolle Sachen rausbekommen habe. Ja, Zuckerbaum ist nicht schlecht, Trompetenbaum XXL auch nicht, aber die anderen nicht so krass. Aber dennoch finde ich es gut, dass wieder mal Setzlinge beim Event dabei sind. Finde ich immer klasse. Von daher, das ist für mich der Win der Woche. Was ist denn für euch der Win? Und der Fail der Woche, könnt ihr auch gerne in die Kommentare euren Senf dazugeben. Aber bitte nicht das Ketchup. Ne? Quatsch, so ein Blödsinn. Gut, damit kommen wir nun zu den aktuellen Gerüchten, weil da ist ja auch wieder das eine oder andere los. Gerücht Nummer 1, wo fangen wir denn an? Fangen wir bei den Bekannten an, was ja auch schon länger bekannt ist mit den Elefantenstelle. Soll eben kommen, wann genau? Gut, im April jetzt vielleicht nicht mehr. Dann eben vielleicht im Mai dann.
die Elefantenstelle eben neues Design für den Grundstall und für die Werkstube und neu eben Upgrade Gelb und Orange. Elefantenzucht kommt aber nicht, denn die nächste Zucht, das wird die Kamelzucht sein. Das ist ja schon fix. Da rüttelt sich nichts mehr, das ist schon fix. Das ist eben hier, sieht man das Item. Animation gibt es im Gerüchtevideo zu, ist auch nochmal verlinkt. Ja, ich hoffe, in den nächsten Tagen kann ich dann auch die Ställe und Werkstuben der neuen Kamele raushauen. Ja, übrigens soll die Werkstube vom Kamel den klangvollen Namen haben: Teppichknüpferei, also bringt eben dann den fliegenden Teppich. Und wenn wir schon beim Thema Namen sind für die Kamele, dann können wir uns auch gleich den Namen der Kamele, von den Zuchttieren, die dann eben kommen, auch erwidmen. Auch die habe ich schon für euch. Und zwar Schneekamele, Trikamel, wie auch immer. Alpaka, Kamel, Ologe, das Mumienkamel, da bin ich sehr gespannt. Sultan Kamaldin, wow, was wirklich so ist. Wüstenschiff, das verstehe ich zwar nicht ganz. Und das Scheinkamel. So ist hundertprozentig sicher und fix ist es aber noch nicht. Gut, dann gehen wir weiter in den Gerüchten und zwar, ja, habe ich vor langer Zeit eben, so ein halbes Jahr aus, wenn nicht viel länger, sagt eben nur, ist es eine Bank, Storch und so weiter und langsam kommen die ganzen Sachen auch, vielleicht kommt irgendwann auch nur, ist es ein Faultier und viele andere Sachen. Gut, Panda wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber so lange dauert eins definitiv nicht mehr, und zwar Comic-Event Teiler 3 mit dem Borste, der da wieder an Bord ist, hier die Wimpflanze und eins der möglichen Drop-Items. Event soll dann im Mai dann eben stattfinden, möglicherweise auch schon das nächste Event jetzt nach dem Oster-Event und das hier. Und da kommen wir jetzt hier wieder zurück zum Bahamarama-Update, denn ja, kleine Vorschau in der Hinsicht eben. Neue Bäume kommen, die sind eben diese beiden hier und Pflanzen und es kommen auch wieder neue Rezepte. Und zwar für den Bahamarama Spa Manager. Für den ein Rezept heißt grüner Mate. Mateto. Was? Mateto. Ja, ist so. Okay. Und Rezept Zitronengras-Smoothie. Das sind eben hier die beiden neuen Rezepte, die auch kommen. Und natürlich noch viel mehr mit der Wecke, das Korallenriff. Na, da darf man dementsprechend natürlich auch gespannt sein. Vielleicht kommt irgendwo auch mal das neue Forum für Famarama. Wer weiß. Wer weiß, also da gibt es ja einige Gerüchte. Gut, das zu dem Thema Gerüchte. Damit kommen wir jetzt auch noch, ja, zu weiteren Thema zu sonstiges. Apropos Gerüchte, es gibt ja einige Gerüchte, die hat man gar nicht mehr so im Hinterkopf. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das wollt, mal. Ja, ich habe vor Ewigkeit mal ein Video gedreht, vergessen, den vergessen, geratenen Gerüchte. Vielleicht quasi so ein Update dazu mache, die schon mal länger raus waren Bilder, aber bis dato eben nie kamen. Wenn ihr das wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zu sonstiges. Gut, was gibt's sonstiges zu sagen? Dieses Wochenende, nachdem es letzte Wochenende ja ausgefallen ist, Wochenendgewinnspiel, dieses Wochenende findet es wieder statt. Und zwar passend auch zu Ostern könnt ihr, ja, nachdem Famarama dieses Jahr nicht zum Eiersuchen ist, die letzten beiden Jahren waren beim Event immer Eiersucherei, dieses Jahr nicht mehr. Okay, das wäre jetzt noch schon langweilig gewesen, immer das gleiche beim Event in Famarama. Dafür dürft ihr Eier suchen, und zwar bei meinem Gewinnspiel. Wie viele Eichen haben sich denn hier bei Wollebomb versteckt? Eure Tipp, naja, was heißt Tipp? Hoffentlich verzählt ihr euch nicht. Dann in die Kommis und dann habt ihr die Möglichkeit, Ostermarmeladen zu gewinnen. Alles Nähere könnt ihr hier nochmal durchlesen. Wenn euch wundert, wo da euer Kommentar ist, es kommt an, keine Angst, aber die veröffentliche ich auch nicht. Denn sonst, um zu verhindern, dass dann voneinander abgeschrieben wird. Sonst natürlich Glückwunsch, apropos Gewinnspiel, an die drei Gewinner vom Handwerksgewinnspiel Nummer 53. Nächste Handwerksgewinnspiel startet dann am 28. April. Und sonst habe ich auch in dieser Woche wieder genügend viele Let's Plays herausgebracht. Rising City, Skyrama, My Free Farm, My Free Zone und so weiter und so fort. Wenn es euch interessiert und Bock drauf habt, könnt ihr da auch reingucken. Und damit sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt an diesem Samstag. Samstag in dem Sinne verwunderlich, weil ja, morgen kommt kein Video eigentlich, hatte ich ja vor, was war los, auf meiner Farm 20. morgen rauszubringen. Habe überlegt, heute vorzudrehen und morgen dann zu veröffentlichen, aber habe ich mir jetzt gedacht, ja, kann ich gleich heute das Video dann veröffentlichen. Ja, wieso bis morgen warten, weil morgen habe ich nicht die Zeit, um dann das Video zu drehen. Jetzt habe ich jetzt schon gedreht und auch rausgehauen. An diesem Samstag. Gut, das wird das auch noch zugesagt. Warum auch immer. Okay. Jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Dann freut es mich. Könnt ihr auf YouTube natürlich gerne auch abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Um kein Video mehr zu verpassen. Dann wird euch ja immer alles toll angezeigt. Und damit noch, ja,
Schönes Wochenende und natürlich, wie könnte es anders sein, frohe Ostern, schöne Ostertage, genießt sie. Was gibt's Schöneres? Ja, Weihnachten. Ne. Gut, jetzt war es wirklich das. Ciao und bis zum nächsten Mal.